Schwein gehabt. So, und 2 Flaschen Zitronenlimonade nehme ich auch noch, Emmerich. Aber gern. Ich habe auch seit neuestem Kirschlimo im Angebot, Ambros. Wie wär's mal damit? Ach, ich weiß nicht. Na gut, 1 Flasche probiere ich mal aus. Kirschlimonade? Oh ja, davon nehme ich auch 1 Flasche, Emmerich. Ach nein, Dodo, Kirschen mag ich nicht so. Aber ich mag sie. Na, Didi, für dich werden wir sicher auch noch was finden, oder? Ein wunderschöner Sommertag ist auf der Insel Knacks angebrochen. Und in Emmerichs Laden ist mal wieder jede Menge los, denn hier kaufen die Knacksianer alles, was man so zum Leben braucht. Während Didi und Dodo noch über die richtige Limonadensorte diskutieren, hat Ambros, der Schmied, alle seine Einkäufe zusammengepackt und bereits bezahlt. Das Wechselgeld will er, wie die Knacksianer das schon seit einiger Zeit tun, in das Sparschwein werfen, das auf Emmerichs Ladentheke steht. Emmerich, sieh doch, die Münzen passen gar nicht mehr in das Sparschwein hinein. Oh, tatsächlich? Dann ist es also endlich soweit. Das Sparschwein ist voll. Es ist auch ganz schwer. Heb es mal hoch, Gantenkiel. Oh, tatsächlich. Da ist bestimmt eine hübsche Summe zusammengekommen. Und alle haben ihren Beitrag dazu geleistet. Und Gantenkiel muss es wissen. Immerhin betreut er die Sparkasse auf Knacks. Oft muss er aber nicht nur das Geld, sondern auch die Knacksianer zusammenhalten, wenn die sich mal streiten. Zum Glück kommt das nicht oft vor. Und was passiert nun mit dem ganzen Geld? Nun, das wird für etwas verwendet, an dem wir alle Spaß haben. Oh, ich hätte da eine wundervolle Idee. Oh, Pierre Cartoon. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass du auch in den Laden gekommen bist. Entschuldige, ich wollte mich nicht anschleichen. Was hast du denn für eine Idee, Pierre? Wir könnten mit dem Geld einen schönen Rosengarten anlegen. Oh, das ist ja eine super Idee. Ach nein, das ist doch langweilig. Langweilig? Naja, dann mach doch einen besseren Vorschlag, Ambros. Nichts leichter als das. Ich finde, mit dem Geld sollten wir einen Minigolfplatz anlegen. Super! Genau das sollten wir tun. Nein, ein Rosengarten ist viel schöner. Aber ein Minigolfplatz macht viel mehr Spaß. Auch ein Rosengarten kann Spaß machen. Na, gleich geht es rund bei den Knacksianern. Die Nachricht, dass das Sparschwein voll ist und es 2 Vorschläge gibt, was mit dem Geld zu machen ist, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Kurze Zeit später haben sich alle auf dem Marktplatz vor Emmerichs Laden versammelt. Minigolf! Wirklich, das sollten wir machen! Aber ein Rosengarten! Jawohl, ein Minigolfplatz muss her! Du sagst es! Ach, ihr habt doch keine Ahnung! Dodo hat völlig recht. Ein Rosengarten ist was Schönes. Aber langweilig. Na, da haben wir uns ja was eingebrockt, Emmerich. Ja, aber was machen wir mit den Streithähnen? Lass mich mal machen. Ich hab da eine Idee. Wirklich, Walter? Ja, gib mir das Sparschwein und 1 Stunde Zeit. Und so nimmt Walter Wildfang das Sparschwein und macht sich auf den Weg. Sein Verschwinden wird von den anderen gar nicht bemerkt, weil ihre Diskussion immer hitziger wird. Emmerich kann nur tatenlos zusehen. Er hofft, dass Walter wirklich eine gute Idee hat. Als dieser schließlich wie verabredet eine knappe Stunde später zurückkommt, hat er das Sparschwein nicht mehr bei sich. Er zieht Emmerich kurz zur Seite und erklärt ihm seinen Plan. Das ist wirklich ein Meisterstück, Walter. Ich bin mal gespannt, was Sie sagen werden. Alle mal herhören! Seid doch mal still! Passt mal auf! Wir veranstalten eine Schnitzeljagd. Eine Schnitzeljagd? Wozu das denn? Eine Schnitzeljagd um unser Sparschwein. Ich habe es versteckt. Und wer es findet, darf entscheiden, was mit dem Geld passiert. Na, ist das ein guter Plan? Och, ja, das ist eine gute Idee. Warum eigentlich nicht? Gute Idee. Ich schlage vor, dass Didi gegen Dodo antritt. Seid ihr damit einverstanden? Oh ja, na klar. Das macht bestimmt Spaß. Gut.
Und ihr anderen, seid ihr auch einverstanden? Ja! Da sind sich die Knacksianer wieder einig. Eine Schnitzeljagd, das verspricht spannend zu werden. In ihrer Begeisterung über Walters Idee bemerken sie allerdings nicht, dass Fetz Braun, der Anführer der Räuberbande von Burg Fetzenstein, hinter einer Hausecke steht und alles mit angehört hat. So, so. Das ist ja höchst interessant. Na, wollen doch mal sehen, wer am Ende das Geld bekommt. Der Rosengarten, der Minigolfplatz oder... oder doch Fetz Braun. Da scheint jemand dunkle Pläne zu schmieden. Aber wie gesagt, die Knacksianer haben davon nichts mitbekommen. Sie freuen sich viel zu sehr auf die spannende Schnitzeljagd. Nachdem Walter Wildfang noch kurz die Regeln erklärt hat, kann es losgehen. Unter dem Jubel der Dorfbewohner schwenkt Emmerich die Startfahne. Also, auf die Plätze! Didi, wir setzen auf dich! Fertig! Dodo, du machst das! Und los! Los! Yeah! Schneller! Los! Beeil dich! Geradeaus, hat Walter gesagt. Ja, und irgendwann würden wir dann auf die ersten Zeichen stoßen. Jetzt sind wir schon gleich im Wald. Ja, dann müssten wir bald... Da, sieh mal, Dodo. Der erste Pfeil, da auf dem Boden. Also dann, weiter geradeaus. Da vorne ist der nächste Pfeil. Nein! Sieh doch, da sind zwei! Tatsächlich, sie zeigen in unterschiedliche Richtungen. Und was nun? Also mein Gefühl sagt mir, es geht nach links! Warte doch, Dodo! Nein, ich probiere es mal mit dem rechten Pfeil. Ha! Da vorne ist ein neuer Pfeil. Also bin ich richtig. Didi läuft noch eine Weile in die Richtung, in die der Pfeil gezeigt hat, bis er schließlich ein Blatt Papier sieht, das auf einen Ast aufgespießt ist. Eine Nachricht! So, lass mal sehen. Du hast die falsche Abzweigung gewählt, aber lass den Kopf nicht hängen. Ach, wie schade, ich habe also verloren. Aber Moment! Hier steht ja, ich soll den Kopf nicht hängen lassen. Vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Ja, so einfach lässt sich unser Didi nicht entmutigen. Er läuft wieder zurück und findet die Stelle, an der er sich von Dodo getrennt hat, und nimmt schließlich den Weg, den sie vorher gegangen ist. Unterdessen hat Dodo gerade auch eine Nachricht gefunden. Diese liegt mit einem Stein beschwert mitten auf einer kleinen Brücke. Da! Eine Botschaft! Ich bin also immer noch richtig! Also, hier steht... Biege nach links in den Pfad ab. Nimm diese Botschaft mit. Na, dann mache ich das doch. Der Pfeil zeigt aber geradeaus. Naja, es wird wohl stimmen, was auf dem Zettel steht. Mal sehen, wann der nächste Pfeil kommt. Ach, ich freue mich schon auf unseren Rosengarten. Oh, da vorne ist ja wieder ein Zettel. An einem Ast aufgespießt. So, was steht hier? Der letzte Zettel war eine falsche Fährte. Und denk immer daran, Kopf hoch. Hä? Was soll das denn jetzt bedeuten? Na, wenn das mal keine knifflige Schnitzeljagd ist. Mittlerweile hat auch Didi die Brücke erreicht. Er hat natürlich keinen Zettel mehr gefunden und ist so einfach dem Pfeil gefolgt, der geradeaus zeigt. Kurze Zeit später
kommt er zu einer Lichtung im Wald. Komisch, hier sind keine Pfeile mehr. Und was jetzt? Moment mal, da drüben ist die Erde ganz aufgewühlt. Ja, da muss das Sparschwein vergraben sein. Haha, jetzt bin ich also doch der Erste. Irgendwo muss das Schwein doch sein. Didi! Dodo, da bist du ja wieder. Und? Hast du das Sparschwein gefunden? Nein, ich habe alles umgegraben. Nichts. Das ist unfair. Dabei stand doch auf dem Zettel, Kopf nicht hängen lassen. Ja? Komisch. Bei mir stand etwas ganz Ähnliches. Kopf hoch. Kopf hoch? Da oben ist es ja. Tatsächlich, da hängt das Sparschwein direkt über ihren Köpfen. Es ist am Ast eines Baumes festgebunden. Sofort stürzen Didi und Dodo auf den Baumstamm zu und beginnen in Windeseile daran hinaufzuklettern. Ich bin schneller. Das werden wir sehen. Ich hab es. Oh Mist. Gut gemacht. Fels Braun? Ja, das war Spitzenklasse, wie ihr diese Schnitzeljagd gelöst habt. Es hat sich doch gelohnt, euch zu verfolgen. Was willst du? Na, was glaubst du wohl? Das Sparschwein will ich haben, was sonst? Nie im Leben. Das sind die Ersparnisse von uns Knacksianern. Ich weiß, aber nicht mehr lange. Los, rück das Schweinchen raus oder ersetzt was. Fels, pass auf! Hinter dir! Ihr glaubt doch nicht, dass ich auf so einen alten Trick hereinfalle. Da müsst ihr... Was ist? Ah, ein Wildschwein! Schnell, Fett! Gib mir deine Hand! Oh ja, so ein ausgewachsenes Wildschwein kann ganz schön gefährlich werden. Vor allem, wenn es wütend ist, so wie dieses Exemplar. In buchstäblich letzter Sekunde packen Didi und Dodo Fetz Braun am Arm und ziehen ihn zu sich auf den Baum hinauf. Das Wildschwein kann nicht hinterher. Aber es rührt sich auch nicht vom Fleck. Danke! Ohne euch! Oje, ohne euch wäre ich verloren gewesen. Ja, kein Problem. So, aber nun wieder zum Wesentlichen. Her mit dem Sparschwein! Was? Nachdem wir dich gerettet haben, bist du verrückt? Bleib, wo du bist, Fetz Braun! Na los, gib es schon her! Gib's mir! Niemals! Lieber lasse ich mich von dem Wildschwein jagen! Nein, Didi nicht! Oh, von hier unten sieht das Tier ja noch größer aus. Mann, ob das so eine gute Idee war? Ja, ja, braves Tier. Alles gut. Didi, ich glaube, es ist nur das Sparschwein. Aber das ist mein... Das ist unser Sparschwein! Das Sparschwein? Wirklich? Hier, schau mal. Hier ist das kleine Sparschwein. Tatsächlich, ich glaube, das Vieh denkt, das Sparschwein ist ein Wildschweinferkel. Genau so sieht es aus. Das Wildschwein schnuppert glücklich an dem kleinen rosa Sparschwein und grunzt es ganz leise und zärtlich an. Didi ist erst einmal außer Gefahr. Aber wie geht es nun weiter? Und nun? Das Vieh hat unser Schwein adoptiert. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Was da aus deiner Hosentasche rausguckt, Fetz? Ist das nicht ein Lutscher? Ja, den habe ich in Emmerichs Laden geklaut. Den habe ich... Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Ja, ja, schon klar. Pass auf, damit kannst du das Wildschwein ablenken. Halt ihm den Lutscher hin. Was? Meinst du wirklich? Ja, nun mach schon. Komm, Schweinchen. Schau mal, was ich hier habe. Ja, komm, braves Schweinchen. Nimm schön den Lutscher. Didi, ich springe. Los, schnapp dir das Sparschwein. Ich hab es! Nicht sie weg! Hey! Wartet auf mich! Hallo! Lass mich vom Baum runter, du blödes Vieh! Das darf doch nicht wahr sein! Diese verfluchten Knacksianer! Ja, da hat sich Fetz Braun mal wieder gründlich verrechnet.
Didi und Dodo haben ihn ausgetrickst und sind mit dem Sparschwein entkommen, während Fetz auf dem Baum festsitzt. Denn das Wildschwein, das seinen Lutscher bereits vertilgt hat, lässt ihn nun nicht mehr herunter. Und so sitzt der arme Fetz auch nach mehreren Stunden noch auf dem unbequemen Ast. Oh, bitte geh doch endlich weg. Ich habe wirklich keinen Lutscher mehr. Na wartet, ihr Knacksianer. Das werdet ihr mir noch büßen. Ich will hier runter! Na, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis Fetz wieder Rachepläne schmieden kann. Unsere Knacksianer feiern mittlerweile das glückliche Ende der Schnitzeljagd mit einem Festmahl. Pommes Friedel hat leckere Sachen aufgetischt und alle sind bester Laune. Ein Hoch auf Didi und Dodo, die nicht nur das Sparschwein gefunden haben, sondern auch noch verhindert haben, dass dieser Miesling Fetz Braun es in die Finger bekommt. Dankeschön. Na, ob Fetz Braun immer noch auf dem Baum festsitzt? Ihm wird schon nicht langweilig. Er hat ja tierische Gesellschaft. So, und du hast also das Sparschwein zuerst in der Hand gehabt, Didi. Ja, aber es war ganz schön knapp. Wirklich ganz toll von dir, Didi. Und weil Dodo mich mit ihrem Einfall gerettet hat, wünsche ich mir für sie den Rosengarten. Oh, wie schön. Ja, ein Rosengarten. Rosengarten. Bravo. Danke, Didi. Das ist super. Und wenn wir jetzt wieder alle fleißig sparen, dann gibt es nächstes Jahr den Minigolfplatz. Jawohl. Genau so machen wir's. Na, dann spende ich schon mal die erste Münze. Der falsche Kapitän. Das Schiff ist wirklich schön geworden. Ja, weil wir alle mitgeholfen haben, es zu bauen. Und morgen machen wir die erste Fahrt damit. Aber erst müssen wir es noch taufen. Ja, Backbert, nun mach schon. Du hast doch die Flasche schon in der Hand. Also gut. Hiermit taufe ich dich auf den Namen Fortuna. Und jetzt wird gefeiert, dass sich die Balken biegen. Ja, kommt alle mit. Pommes Friedel hat auch leckere Schnittchen vorbereitet. Und so ziehen die Knacksianer vom Strand zurück ins Dorf, um ihr neues Schiff gebührend zu feiern. Es ist aber auch wirklich sehr schön geworden mit seinen großen Segeln, die lustig im Wind flattern. Die Begeisterung der Knacksianer für ihr neuestes Werk ist aber nicht unbemerkt geblieben. Fetz Braun und seine Räuberbande beobachten, wie Didi und Dodo, Backbert, Pommes Fritz und die anderen ins Dorf zurückgehen. Dann nähern sie sich dem zurückgelassenen Schiff. Sehr gut. Sie sind alle weg. Los, Brunhold. Du auch, Mampf. Kommt mit. Aber was hat er jetzt wieder vor? Los, kommt schon. Ja, ja. Seht ihr? Ein Schiff zu kapern ist kinderleicht. Zu leicht. Also mir gefällt das nicht. Ach, er hört ja doch nicht auf uns. Und schon bin ich ein richtiger Kapitän. Ist die Segel, Männer! Dreh dich mal um. Was ist? Die Knacksianer. Wieso kommen die denn zurück? Ja, damit hatte Fetz wohl nicht gerechnet. Ambros und Emmerich
sind in Begleitung von Nero, dem Hund, noch einmal zum Strand zurückgekehrt. Ohne lange zu fackeln, werfen sie Fetz und seine Kumpane von ihrem Schiff. Und die Räuber gehen im wahrsten Sinne des Wortes baden. So, das war der Letzte. Gut gemacht, Ambros. Die trauen sich nicht so schnell wieder auf unsere Fortuna. Ich glaube auch. Vor denen haben wir erst einmal Ruhe. Was für ein Reinfall. Alles wegen Fetz. Das zahle ich denen heim. Gleich morgen werden wir... Wir? Von wegen. Ohne uns, wir meutern. Genau. Ihr Memmen. Aber keine Angst, das schaffe ich auch ohne euch. Ihr werdet schon sehen. Am nächsten Morgen stechen die Knaxianer tatsächlich in See. Nach einer aufregenden Fahrt entdecken sie eine hübsche kleine Insel. Dort lassen sie den Anker herunter und gehen an Land. Schankwart hat für alle ein Picknick vorbereitet, das sich unsere Freunde im schönsten Sonnenschein schmecken lassen. Schankwart, das war wirklich ein super leckeres Picknick. Dankeschön. Freut mich, wenn es euch geschmeckt hat. Oh ja, das hat es. Puh, aber diese Mittagshitze. Ja, es ist wirklich ziemlich warm, Pierre. Na genau, richtig für ein Nickerchen, oder? Das klingt gut, Pomfritz. Ja. Gut, dass der Sand hier so weich ist. Komm her, Nero, mach Platz. Schlaf ja schon. Das gute Essen und die Mittagshitze haben unsere Freunde schläfrig gemacht. Nach wenigen Minuten sind sie alle eingeschlafen. Deshalb bemerken sie auch nicht, was auf dem Schiff vor sich geht. Dort öffnet sich gerade eine Holztruhe. Und wer hat sich darin versteckt? Natürlich, es ist Fetz Braun. Er ist also als blinder Passagier mitgefahren, ohne von den Knaxianern bemerkt worden zu sein. Was hat der Schuft denn nun wieder vor? Keiner zu sehen? Ja, sie sind alle von Bord gegangen. Mal sehen. Aha, dort liegen sie am Strand und schlafen. Na, dann mal an die Arbeit. Die werden sich wundern. Was ist denn? Nero, was hast du? Aber das Schiff! Das Schiff! Das ist Fetz! Er klaut unser Schiff! Aufwachen! Los, schnell! Alle aufwachen! Er klaut unser Schiff! Was? Unser Schiff? Ach, dieser Halunke! Was machen wir jetzt? Hinterher! Wir müssen ihm nach! Mit dem Beiboot! Das schaffen wir nicht! Dodo hat recht! Es ist zu spät! Ja! Er hat bereits die Segel gesetzt! Wie will er denn das Schiff alleine steuern? Und Vorräte hat er auch keine dort. Nicht mal Wasser! Was aus Fetz wird, ist mir ehrlich gesagt egal! Ja, eben. Viel wichtiger ist doch, was wird jetzt mit uns? Wir sind gefangen. Auf der Palmeninsel. Denen habe ich es gezeigt. Sollen die Knaxianer doch auf dieser kleinen Insel verschmoren. Ich bin jetzt der wahre Kapitän hier. Ja, jetzt segle ich zurück und kann in aller Ruhe die Sparkasse ausrauben.
Aber vorher habe ich mir ein kleines Nickerchen verdient. Ja. So. Ja. Wenn ich erst mal die Sparkasse. Da schläft er, der falsche Kapitän. Fetz scheint wirklich nicht viel Ahnung von der Seefahrt zu haben, sonst wüsste er, dass er so ein großes Schiff niemals alleine steuern kann. Und dann würde er wohl auch nicht so ruhig schlafen. Während das Schaukeln des Schiffes ihn in den Schlaf wiegt, träumt er davon, auf einem Kamel durch die heiße Wüste zu reiten. Im Traum plagt ihn dabei ein schrecklicher Durst. Doch als Fetz plötzlich aufwacht, merkt er, dass der Traum in einem Punkt wahr geworden ist. Was? Wo ist das Kamel? Wo bin ich? Oh, das Schiff. Was für ein Albtraum. Aber Durst habe ich tatsächlich. Wo haben die Knaxianer bloß die Limonade versteckt? Ich sehe nichts. Nirgendwo sind Vorräte. Die haben sie wohl alle mit auf die Insel genommen. Na egal. Hier habe ich einen Eimer. So, noch ein Seil daran knoten. Fertig. Wasser gibt es hier schließlich mehr als genug um mich herum. Und hepp. Fetz Braun ist offenbar genauso dumm, wie er hinterhältig ist. Jedes Kind weiß schließlich, dass man Meerwasser nicht trinken kann. Dafür ist es viel zu salzig. Und das merkt unser Fetz auch, als er den Eimer wieder an Bord zieht und einen kräftigen Schluck nimmt. Pfui, Spinne! Boah, wie ekelhaft! Boah, so ein Mist! Oh je! Jetzt bin ich noch viel durstiger als vorher. Was mache ich bloß? Ich verdurste. Ich brauche Wasser, wenn es doch nur regnen würde. Was ist das? Ich bin gerettet! Es regnet! Oh, wie wunderbar! Wie wunderbar! Wo ist der Eimer? Ach, hier. Ah, gleich ist der Eimer voll! Na, endlich! Das war gut. Aber jetzt reicht es langsam mit dem Regen. Die Wellen sind schon ganz schön hoch. Aufhören! Es reicht jetzt! Hilfe! Ja, damit hat Fetz nicht gerechnet. Der Sturm wird immer stärker. Und hilflos muss er zusehen, wie das Schiff von den Wellen hin und her geschleudert wird. Auch bei den Knaxianern auf ihrer kleinen Insel ist der Sturm angekommen. So einen Sturm habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Du sagst es, Backbert. So einen Sturm kann auf dem Meer nur überstehen, wer ein echter Seebär ist. Ich fürchte mich. Ach, uns passiert schon nichts. Hoffentlich. Oh nein! Seht doch! Was ist denn, Dodo? Da! Unser Beiboot! Das Seil ist gerissen und jetzt schwimmt es davon! Oh nein! Das war unsere letzte Hoffnung! Wir werden unsere Knacksinsel niemals wiedersehen!
Sag doch nicht sowas, Emily! Tatsächlich. Das kleine Beiboot, mit dem die Knaxianer von ihrem Schiff auf die Insel übergesetzt sind, hat sich losgemacht und verschwindet rasch aus ihrem Blickfeld. Der tosende Sturm reißt es mit sich. Und was ist mit Fetz? Den hat es noch schlimmer erwischt. Gerade hat der Sturm das große Segel zerrissen. Oh nein! Und die Wellen schlagen immer höher über dem Schiff zusammen, das mittlerweile wie ein Ping-Pong-Ball herumgeworfen wird. Fetz kann sich nur noch mit großer Mühe am Mast festhalten. Nein! Hilfe! Tut du doch einer was! Ich will, dass das aufhört! Oh! Hilfe! Endlich ist dieses Unwetter vorbei. Das hat aber auch lange genug gedauert. Ja, ein paar Stunden waren es bestimmt. Also mir kam es wie eine Ewigkeit vor. Ah, na, jedenfalls sind wir jetzt wieder in Sicherheit, Pomfriedel. In Sicherheit? Pierre hat recht. Solange Fetz mit unserem Schiff nicht wiederkommt, sitzen wir hier fest. Also ich bezweifle, dass Fetz dieses Unwetter überstanden hat. Dann sind wir verloren. Didi und Dodo, wo kommt ihr denn her? Wir haben uns auf der Insel umgesehen. Hier, wir haben was gefunden. Was habt ihr da? Das sind ja Lianen. Na, die sind so fest wie richtige Taue. Damit und mit ein paar Baumstämmen könnten wir ein Floß bauen. Ja, ein Floß. Ein Floß. Ja, meine Idee. Tolle Idee. Lasst uns gleich loslegen. Moment mal. Habt ihr nicht was vergessen? Vergessen? Was denn? Womit wollt ihr denn die Bäume fällen? Na, ob unsere Knaxianer da eine Idee haben? Meistens sind sie ja sehr pfiffig. Nur, was macht Fetz Braun eigentlich? Bei dem schlimmen Unwetter ist das Schiff untergegangen, aber Fetz hatte Glück im Unglück. An eine Holzplanke geklammert, treibt er im offenen, jetzt wieder ruhigen Meer. Nirgendwo Land in Sicht. Keiner wird mich hier finden. Was ist das? Hilfe! Ein Monsterfisch! Friss mich bitte nicht! Und wieder einmal zeigt sich, dass Fetz nicht der Schlaueste ist. Was ihm da im Wasser begegnet, ist kein Fisch und schon gar kein Monsterfisch. Nein, es ist ein Delfin. Und der scheint ihm sehr freundlich gesinnt zu sein, denn nachdem er kurz verschwunden war, kommt er nun zurück und zieht an einem Seil im Maul das Beiboot hinter sich her, das den Knaxianern abhanden gekommen ist. Oh, was ist das? Er hat mir ein Boot gebracht. Ich glaub's nicht. Danke, Fisch. Das war wirklich nett von dir. So. Oh, was für ein Glück. Oh, ich bin gerettet. Obwohl, wie soll ich diese Nussschale denn jetzt von der Stelle bewegen? Fisch! Ja, nun sieh mich nicht so an. Es wird langsam dunkel. Tu was! Na, wird's bald. Ich brauche ein Ruder. Los, Dalli!
Ja, so ist er, unser Fetz. Der arme Delfin weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Unterdessen waren die Knaxianer auf ihrer einsamen Insel sehr fleißig. Dodo hat mit einem geschärften Stein, den sie mit einem Stück Liane an einem Ast befestigt hat, eine Axt gebaut. Und so konnte der starke Ambros einige Bäume fällen, aus denen sie jetzt gemeinsam ein Floß bauen. So, das war der letzte. Ja, Ambros, jetzt haben wir genügend Stämme für unser Floß. Ja. Die Picknickdecken, die wir mitgenommen haben, geben ein prima Segel. Wie gut, dass du als Schneider immer Nadel und Faden bei dir hast, Pierre. Aber näh sie nur ja schön fest zusammen. Keine Angst, dieses Segel wird halten. Ja, und bei Sonnenaufgang verbinden wir die Stämme miteinander und dann fahren wir heim. Falls wir es nach Hause schaffen. Kopf hoch, Emmerich. Kommt, Didi und ich haben ein Lagerfeuer gemacht. Oh, das ist toll. Ach, wie schön. Ein Lagerfeuer unterm Sternenhimmel. Und so verbringen unsere Freunde eine recht gemütliche Nacht auf der Insel. Für Fetz Braun allerdings war die Nacht alles andere als angenehm. Er hat ganz allein in dem kleinen Boot ziemlich gefroren. Und der Delfin hat sich bis jetzt nicht wieder blicken lassen. Brrr, ist das kalt! Wo dieser blöde Fisch wohl steckt, der sollte mir noch ein Ruder holen! Und wenn er nun nicht wiederkommt? Ich war ja nicht gerade nett zu ihm, aber dann bin ich verloren. Fisch! Fisch, verzeih mir! Fisch! Hörst du mich? Es tut mir leid! Oh nein! Ich bin verloren! Und während Fetz Braun völlig verzweifelt, sind die Knaxianer bester Dinge. Ihr Floß ist seetüchtig und dank des Picknickdeckensegels machen sie gute Fahrt. Haha! Volle Fahrt voraus! Ein tolles Floß! Ja, und wir haben alle drauf Platz. Gut, dass wir gerade so einen kräftigen Wind haben. Dann sind wir sicher bald zu Hause. Hey, seht mal! Das ist ja ein Delfin. Ja, toll, was? Ein Delfin? Wo? Der kommt ja immer näher. Na sowas. Vielleicht will er uns was sagen. Der Delfin? Meint ihr wirklich? Ja, es sieht aus, als ob wir ihm folgen sollen. Ja, genau das will der kluge Delfin den Knaxianern auf ihrem Floß mitteilen. Backbert und Steuerbert hängen sich in die Segel und so können sie dem Delfin folgen, der sich immer wieder zu ihnen umdreht. Kurze Zeit später kann Steuerbert in einiger Entfernung etwas erkennen. Da hinten ist etwas! Beiboot voraus! Tatsächlich, das ist unser Beiboot. Ist da nicht jemand in dem Boot? Aber das ist ja... Fetz Braun? Oh. Danke, lieber Fisch. Vielen, vielen Dank. So ist also alles nochmal gut ausgegangen. Doch natürlich haben sich die Knaxianer eine Strafe für Fetz ausgedacht. Dafür, dass er ihr schönes Schiff geklaut und versenkt hat, muss er ihnen jetzt beim Bau eines zweiten Schiffes helfen. Und dabei kommt der gute Fetz mächtig ins Schwitzen.
Seine Räuberkumpane sehen sich die Sache lieber aus der Ferne an. Fetz muss ganz schön ackern, was? Ich hab's ja gleich gesagt, dass das nicht gut geht. Er würde bestimmt wollen, dass wir ihm helfen, oder? Ja, bestimmt. Aber wir tun's nicht, oder? Ich bin doch nicht verrückt. Nee. So eine Schinderei. Womit habe ich das verdient? Das weißt du ganz genau, du Halunke. Wenn du fertig bist, darfst du auch mitkommen. Mitkommen? Wohin? Na, auf unsere nächste Segeltour natürlich. Was? Nein, danke. Aufs Meer kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Aber vielleicht 10 Delfine.